Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Romancing Saga 2 für die PlayStation 4. Ich möchte mich jetzt erstmal kurz offiziell entschuldigen. Auch wenn ich hoffentlich nicht vergessen habe, irgendwann zwischendurch im Projekt ein Statement dazu hochzuladen. Es ist bezüglich der kleinen Aufreger oder auch großen Aufreger innerhalb der letzten Parts. Ich habe die ein bisschen so geschnitten jetzt die letzten Tage. Und dabei relativ schnell festgestellt, dass es nicht immer ganz angebracht war, wie ich über das Projekt geflucht habe, muss man immer sagen. Huch, habe ich das nicht schon bezahlt? Moment. Ich war mir fast sicher, dass ich das schon bezahlt habe. Nein. Ja, okay, aber ja. Bitte. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, ich werde versuchen, mich diesbezüglich ein wenig zurückzuhalten. Das Problem war einfach nur, dass ich echt einfach vollkommen die Geduld verloren habe. Ich denke, dass man das auch gemerkt hat. Ich will jetzt aber auch erstmal vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen. Ich muss jetzt hier so allmählich meine Leute mal wieder ein bisschen ausrüsten. Das Problem ist, ich habe ja keine... Tja, was wollte ich jetzt sagen? Highlight-Items mehr, genau. Also ich gehe gleich noch aus dem Safe-Fate welche holen. Und es kann doch nicht wahr sein, dass du immer noch keine neue Taktik hast, oder? Ich habe auch mal gelesen im Internet, wann man denn neue Formationen überhaupt bekommt. Und da hieß es quasi regelmäßig, wenn man einen neuen Emperor haben sollte, so theoretisch. Aber der zeigt mir ja auch immer nur die gleichen hier. Okay, so, dann gehe ich nochmal zu dem Safe, den wir hatten. Der müsste ja hier sein. Ja, weil da dürften ja die ganzen Items von uns drin sein. Nee, Store will ich nicht. Schief. Also klar, die normalen Items, die haben wir ja noch. Oh, gibt es hier trotzdem neue? Nee. Das sind immer noch die gleichen, aber 10 davon, das ist gut zu wissen. Dann nehme ich mir nochmal ein paar mit. Oh doch, es scheint echt ein bisschen Nachschub gegeben zu haben, was echt praktisch ist. So, Rüstungen. Hier haben wir jetzt halt den ganzen Kram, den wir ja mit den anderen hatten. Daher nehme ich einfach mal die besten Rüstungen hier mit. Ich meine, es stört ja nicht, wenn sie in meinem Inventar sind. Genau, wie den ganzen Kram. Okay, und Waffen, da ist ja, glaube ich, das Gleiche. Wir haben diesen Wormslayer hier, dieser eine, der sich selbst kaputt machen kann. Und auch das Bastard. Inventar voll. Oh. Ich dachte, das geht nicht, deswegen habe ich einfach alles mitgenommen. Dann mache ich erstmal kurz die Rüstung. Steel Armor. Da war doch aber, glaube ich, die... Ach nee, genau, die war gleich gut. Aber das Sweatsuit ist besser als das. Ja, du kriegst ein Protective Suit. Du kriegst dann auch hier eine Crocodile Armor. Ach, du hast schon eine Rüstung ausgerüstet, wie ich gesehen habe. Okay, vielleicht kriege ich dir trotzdem noch bisschen was besser hin. Zum Beispiel mit so einem Kram. Ups. Warum auch immer deine Rüstung festgelegt ist. Keine Ahnung. Was erhöht hier am meisten? Also Budogi, damit komme ich noch auf 24. Das scheint es auch gewesen zu sein. Wir hätten jetzt halt noch die Dinger hier, ne? Aber ich gebe mir mal das Budogi. Oder ihr? Sagittarius, das klingt männlich. Du hast die Steel Armor, das ist gut. Da kriegst du noch den Helm. Und die Rubber Soul. So. Hier dürfte ich ja jetzt nicht so viel dabei haben. Orion. Achso, du kämpfst mit Großschwert. Ich dachte, du kämpfst mit dem kleinen Schwert. Warte, du hier kämpfst mit dem kleinen Schwert. Gut, dann kriegst du den Wormslayer ausgerüstet. Habe ich. Doch, ich wollte gerade sagen, ich habe doch einen Bogen. Schützen. Du hast gar keine Waffen, aber du kannst mit Waffen kämpfen, ja. Das muss ich ihm, glaube ich, nur ein bisschen beibringen. Die Frage ist, was für eine Waffen gebe ich ihm da am besten? Na, gucken wir gleich mal. Jetzt habe ich erstmal, glaube ich, das Wichtigste ausgerüstet. Jetzt kann wieder weg. Die Goblin-Schwerter sowieso. Die normalen Keulen auch. Die großen Schilde behalte ich mal. Weg, weg, weg. Weg, weg. Da, die behalte ich auch mal noch. Boost Strength. Okay, das ist gut zu wissen. Das Magic Power weg. Weg.
weg. Ward Sleep Boost Magic Power und nichts. Okay, das Chris Knife kann auf jeden Fall weg. So, und ihr seid zweimal Magic Power und Sleep ist das Silver Ring. Okay, gut, jetzt nehmen wir aber erstmal wieder Waffen mit, weil da haben wir noch gute. Wir haben das Bastard Schwert und Viking Axe und Battle Hammer nehme ich auch nochmal mit. Diamond Spear haben wir ausgerüstet. Elder Bow, oder hat die den schon ausgerüstet? Ich weiß nicht, warum habe ich denn hier 72 Bams drin? Lol. Okay, gut. Die 200, über die 250 Jahre, die zwischen, also im letzten Part vergangen sind, habe ich vielleicht ein paar neue Sachen bekommen. Das ist gut zu wissen. Das, wow. So, dann kriegst du statt des Greatswords bitte das Bastardschwert. Ja, definitiv. Und dann machen wir es mal so, dass ich dich mal auf die Viking Axe ausbaue, quasi. Du hast den Longbow, ne, dann kriegst du den Elderbow, der ist ja auch besser. Und ich würde dir dann einfach mal ganz viele Heiler-Items geben. Und generell halt bei allen anderen hier auch den Rest füllen mit Heiler-Items. Was mich halt nur halt also wirklich ankotzt, wer hätte das gedacht, ist halt... Fuck, das wollte ich nicht. Ist halt, dass wir die ganzen Fertigkeiten wieder nicht haben. Das heißt, die alle muss ich jetzt erst wieder mit Glück irgendwie dazu bringen, dass sie mal... Ich weiß gerade überhaupt nicht, ich kann schon wieder überhaupt nicht reden heute. Dass sie mal, was wollte ich denn sagen? Wo ist mein Magier? Du warst der Magier, oder? Nee, dann kriegst du das sowieso nicht. Dass sie erstmal die Fertigkeiten wieder lernen. Dankeschön, darauf wollte ich hinaus. Wer könnte denn noch hier? Du kriegst doch bestimmt noch die Gloves irgendwie auf, oder? Auch nicht? Ha. Kann nicht irgendjemand noch diese... Genau, die. Weil die boosten die Strength. Aber bei dir bringt es doch auch wieder nichts. Das könnte ich eher bei dir gebrauchen. Sehr gut. Und dann kriegst du den Helm da hinten. Und sag mal, wäre das nicht... Achso, du hast schon ein Schild. Okay, gut. Dann bin ich damit, glaube ich, erstmal ganz zufrieden. Sei denn, ich gebe dir hier... Ne, du hast auch schon ein Schild. Hier, genau, du warst es mit dem Schild, ja. Ist vielleicht schon besser als der Helm, ja. Auch wenn der Helm gegen Dunkelheit schützt, aber... Gut, dann hätten wir das erledigt. Der ganze Scheiß, den ich jetzt noch da habe, der kommt weg. Das war's auch schon. Gut, jetzt können wir weitermachen. Ich bin heute tatsächlich, also es ist nur ein Tag später als die letzte Aufnahme, bei der ich so rumgeraged bin, aber ich habe mich wieder beruhigt und plötzlich habe ich wieder richtig Bock auf das Spiel. Ich sehe es zwar auch schon kommen, gleich gehe ich dann in den nächsten Dungeon und habe wieder die Schnauze voll, aber... Ja, vielleicht noch nicht. So, und ich weiß nicht, wo dieser Garten dann gebaut wird. Bisher habe ich davon noch nichts gesehen. Ich habe gestern extra nochmal das Spiel angemacht, bin einmal schlafen gegangen und habe geguckt, ob der hier irgendwo ist. Habe alles durchsucht, auch die ganzen umgrenzenden Städte, aber diesbezüglich noch nichts gefunden. Ich lege mich nochmal schlafen. Vielleicht erscheint er ja dann doch irgendwo plötzlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich wieder erst einen Dungeon machen muss oder so, bis der Garten dann fertig ist. Ich war auch nochmal im Magic Consortium da hinten. Aber da ist auch nichts Neues. Im Gefängnis ist auch niemand. Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, um jetzt wirklich mal unser Imperium zu vergrößern. Also nach wie vor bin ich überrascht, dass es hier passiert. Wirklich, ich dachte, weil Gerard halt so der einzige nicht-generische Charakter ist, den ich noch hatte, dachte ich so, ah, okay, das ist dann jetzt so mein einer Hauptcharakter. Gut, wenn der stirbt, ist scheiße, aber er ist mein kleiner Hauptcharakter und das zieht sich dann jetzt so weiter. Und ich hatte ja, wie man vielleicht besonders im letzten Part gemerkt hat, nicht unbedingt damit gerechnet, dass plötzlich 250 Jahre vergehen und einfach alle tot sind, die ich je gekannt habe, sozusagen. Wir gehen nach Miles. Ich frage mich, also es treibt halt die Story tatsächlich nicht so wirklich voran, aber es ist schon dadurch was sehr, sehr, sehr Einzigartiges, eben dass man in diesem JRPG... Oh Gott, habe ich jetzt mal...
dass man in diesem JRPG eben nicht die Story von einem Charakter oder einer Charaktergruppe, ich muss mal kurz mit trinken, erlebt, sondern quasi die Story eines Reiches, eines Imperiums, eines Kaiserreiches spielt. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Also wie gesagt, das ist was anderes und es ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist absolut cool, trotz allem. Ja. Was ist das denn hier für ein Häuschen? Okay, da gucke ich gleich erst rein. Ich gucke mir erstmal die Stadt fertig an. Ja. Oh, Moment mal. Ah, ja, mir fällt da noch was ein. Don't go following strangers. So, excuse me, you're not my grandson. Du bist der Grandson. Hi. Grammy, I'm not a kid anymore. Mir ist gerade noch was eingefallen, nachdem ich die Stadt fertig angeguckt habe, möchte ich noch kurz woanders hin. Weil ich hatte ja gerade gesagt, ich habe offscreen. Nobody remembers the road to Lake Viringa in the south. Okay, dankeschön. Das wird wahrscheinlich das sein, was ich hier gesucht habe. Man muss ja immer die Orte erst davon hören. The one Savannah is east of the steppe, Cumberland is north. Das ist auch relevant, denke ich mal. Aha, ein Inn und eine Bar zusammen. There's a building shaped like a ship in the middle of the steppe. They say Bokhorn of the Seven Heroes built it as his fortress. Ach du Scheiße, but I have no idea why a hero would model it after a ship. Perhaps such things are beyond mortal comprehension. The nomads once ruled the steppe, but now the increase in fiendish threats sent them scampering away. Okay, vielleicht kann ich die auch wieder befrienden. Did you know this is a famous spot for moon viewing? Nein, wusste ich nicht. Wobei irgendjemand irgendwas mit moon viewing schon mal angesprochen hat. So, was ich jetzt sagen wollte, ich habe ja gerade gesagt, dass ich offscreen ein kleines bisschen unterwegs war, also einfach mich... Ups. Lol. Mich überall umgesehen habe. Um diesen Garten zu suchen. Und den habe ich ja nicht gefunden. Stattdessen habe ich aber noch was anderes gefunden. Wie konnte ich nochmal auf die Map suchen? Ach so, klar. Ich muss einen Ort verlassen. Ich hoffe, in Richtung Süden komme ich auf die Weltkarte. Sehr gut. Mir ist auch aufgefallen. Oh, da oben ist sogar dieser Great Wall. Also hier bin ich. Dass ich nicht mal immer mit dem Schiff überall rüberfahren kann. Ich kann einfach, wenn ich hier auf die anderen Gebiete klicke, dann kann ich mich da tatsächlich auch hin teleportieren von hier aus. Oh Gott, ich muss diesen... Oh, habe ich mich rechtzeitig... Ja, ich habe mich rechtzeitig gemutet, gut. Mir ist aufgefallen, wir hatten ja hier dieses... Ne, Mirama, ist das falsch? Doch, genau, das ist es. Da habe ich mich schon gewundert. Wir haben... Da war ja eigentlich diese Schleuse, sag ich mal, wo man so rüberschwimmen konnte auf die andere Seite, oder? Das war doch da. Und da steht jetzt plötzlich Mirama und dann habe ich mich da mal hinteleportiert und gemerkt, hoch, hier steht plötzlich ein Haus und da kann man rüberschwimmen immer noch. Falls man rüberschwimmen kann. Und in diesem Haus hier habe ich nämlich eine Truhe gefunden mit Oven Mitz. Habe ich mir noch nicht angeguckt, dann bin ich auch direkt rausgegangen und habe das Spiel beendet, weil ich wollte nicht zu viel hier offscreen erleben. How lucky of me to find a house in such a great location. Also hier ist eine Stadt draus geworden, scheinbar. I'm a bit exhausted. Ich wollte mich auch fast schon sagen, ja, wie kann es sein, hier 250 Jahre vergangen, es hat sich nichts getan, aber ein bisschen was tut sich ja scheinbar doch. Ja, und ich möchte gern rüber. Das kostet Geld. Nein, gut. Da scheint echt ein Dorf entstanden zu sein mittlerweile, was echt cool ist. Oh. Allerdings... finde ich es halt trotzdem ein bisschen komisch, wenn hier jetzt wirklich nach jedem Kapitel irgendwie ein paar hundert Jahre vergehen... Dass es auch so rein technisch halt wirklich gar nicht voranschreitet. Gut, kann ich mir vorstellen, dass das im Videospiel dann jetzt ein bisschen schwierig wäre. Aber trotzdem. Just as planned. Okay. Yeah. I'm happy to be alive in such a carefree life. Also ich würde mal behaupten, dass ich in 250 Jahren auf der Erde... Also gut, kann man natürlich jetzt nicht mit der Erde vergleichen, aber dass ich hier dann rein technisch schon eine ganze Menge tun würde. In 250 Jahren. Welcome. A town like ours could never have grown so large in times of war.
just follow the eastern coast of the cape, you run into the town of Mobelm. Aha. Drink, please. Okay. Gut. Zu wissen. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, gehe ich in Miles weiter oder gehe ich hier nach Mobelm weiter. Na, Mobelm ist ja auch ein Städtchen. Dann gucken wir uns das doch erstmal noch an. The armed merchants are acting high and mighty in this town. Die kann ich wohl wahrscheinlich befrienden auch. Hi. You'll never sail the longest sea if you oppose the armed merchant. Dann machen wir das nicht. Du bist ein Inn. Aber hier gibt es vermutlich wieder nicht mehr. Aber hier muss man doch jetzt schon sagen, das ist jetzt eine Stadt, zu der kommen wir so oder so erst nach diesen 250 Jahren, weil sich erst dann dieses andere Dörfchen gebildet hat. Und das sieht tatsächlich so rein von der Bauweise oder so. Ja, gut, könnte auch einfach an der Region liegen. Mit dem haben wir schon geredet, genau. Wer seid ihr denn? Bist du einer dieser Armed Merchants? Mobile belongs to us. Ja, sieht so aus. Ancient ruins have been discovered in South Longit. They say it is in the deep south, almost bordering the frozen sea. Und hier sind eine Menge Schiffe und diese paar Schiffe, da sind sogar echt mega cool aus. Bei dir kann ich scheinbar irgendwo hinfahren. No boats go on the water unless the merchants say so. Okay. Also muss ich mich mit denen erstmal anfreunden. Hier haben wir einen Waffen- und Rüstungsladen. You should really quit while you're ahead. Keep it to yourself. Get out of my face. Welcome. You really shouldn't. Shut up. Don't get in my way. Gothic eggs. Crescent blade. Ich muss sie jetzt einfach mal kaufen, weil ich nicht weiß, wie gut die sind. Zum Glück kann ich meine 10.000 gleich wieder auffüllen, indem ich ein paar Schilde verkaufe. Wie viel brauche ich? 3.000? Hi. The left, weapons guy. The right, armor guy. Jetzt muss ich mal gucken, welche von diesen Äxten und welche von diesen Schwertern dann besser sind. Viking Axe 20, Gothic Blade 12. Das ist 19. Wer hat das normale Schwert? Hier 19. 17. Gut, das ist tatsächlich besser. Das hat zwar keine Fähigkeit, die sich, keine mega schnelle, starke Fähigkeit, mit der sie sich selbst zerstören kann. Aber gut, was soll's. So, was ist das hier noch für ein Häuschen? You can't go there. Calm down, friend. It's tough being the lookout. Let's have us a drink. What do you say? You're right. I guess I can do with a pint. Glad the lookout was an idiot. What? Irgendwas mit Nuno Scheiße, ich hab den ersten übersprungen. Only a few merchants know how to escape the waterway maze. Otherwise, your hands are a octopus bite. If you come here for the keep, Jalia by land. From, sir. Ha ha, there be no roads in Cape Jalia. There be no way to get here by going over there. If someone could do that, I'd surrender immediately. Har har har. Who did that? Oh, das ist eine Form. Ich bin etwas verwirrt, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich das gerade hätte hören sollen oder nicht. Weil es ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das über diesen Weg mache, ich mir die zu Feinden mache. Und eigentlich möchte ich das nicht. Daher überlege ich sogar tatsächlich gerade, mal kurz zu laden. Weil ich wusste nicht, wenn ich mit dem jetzt... Ich dachte, ich gehe jetzt wirklich mit dem auf den Drink und wir labern ein bisschen über die Scheiße. Ich wusste nicht, dass mein Emperor den gleich niederschlägt. Das war jetzt nicht unbedingt in meinem Interesse, deswegen gehe ich erstmal hier rein. Das ist wahrscheinlich der Hauptstützpunkt von denen. Oh ne, ist ein Pub. Okay. They are our mates. The wind and the sun, they are our mates. We be the storm and waves are to us. We be the armed merchants. Rumor has it the merchants also have a hideout in Cape Chalia. The steep cliffs make it impossible to dock, though.
All the armed merchants in this town are from the bottom of the barrel. Das habe ich gemerkt. Ach, komm schon. The merchants are all good people deep down inside. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, ich hätte gerne einen Drink. Hm. Gut, dann mache ich mir die jetzt erstmal, glaube ich, weder zu Feinden noch zu Freunden. Ich merke mir, dass das da hinten geht. Aber ich gehe da erstmal nicht weiter, sondern stattdessen gehen wir nach... Nach Miles. Wieso kann ich jetzt nicht mehr nach Miles? Ach so, ich kann mich nur schnell teleportieren in Orte, die zu meinem Imperium gehören. Kann das sein? Das kann sein. Deswegen muss ich doch die Schiffe... Ach, scheiße. Also ich kann mich von da weg teleportieren, aber nicht dahin teleportieren. Wie ist das denn praktisch? Gut, ich glaube, nach Cape Jailia kommen wir jetzt sowieso nicht. Nicht auf die Weise. Deswegen machen wir erstmal das Gebiet Miles. Also, wenn wir das überhaupt schaffen. Ich weiß nicht, wenn da jetzt wirklich einer dieser Seven Heroes ist, könnte das schon wieder problematisch werden. Gehen wir erstmal hin. Und gucken uns das Ganze an. Achso. Gut, vielen Dank. Ich wollte mir noch das Haus hier oben angucken. Das dürfen wir nicht vergessen. So ein kampfloser Part ist echt mal ganz angenehm locked. Okay, fuck you. Nee, ist aber auch sonst nichts weiter, wie es scheint. Gut, dann gehe ich nochmal auf die Weltkarte, um mal zu gucken. Konnte ich hier noch irgendwo hin oder nicht? Nein. Das heißt, ich muss gen Osten über die Steppe gehen. Okay, also ein kampfloser Part ist es doch nicht. Aber ich muss nochmal ganz kurz mein Headset richten. So, sorry. Okay, wir haben hier die Steppe. Gucken wir uns doch erstmal die Gegner an. Das fängt ja schon wieder gut an. Oh, du hast viele Fertigkeiten. Nisbet, Double Cut, Parry Smash. Du hast Double Cut mit dem Großschwert? Nicht schlecht. Aber machen wir normale. Und du hast Heavyside Arrow, das ist äußerst praktisch. Du bist... Ich weiß halt nicht, wie stark ist denn dein... Okay, wir gucken mal, wie stark seine Faustangriffe sind. Und dann entscheiden wir danach, ob ich ihn auf eine Waffe trainiere oder ob ich im Marsches weitergehe. Du hast einfach nicht sehr gut. Du bist aber auch der Magier, ne? Und du kannst Crosscut. Du kannst Crosscut, das ist praktisch. 280, nicht schlecht. Poison Strike. 218, sehr gut. 54. Das war echt wenig. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Ich mache mal Double Cut auf den, in der Hoffnung, den zu killen. Und dich trainieren wir auf die Achse. Also, das hat ja sonst wirklich keinen Sinn. Trainieren wir dich dann lieber auf das Großschwert oder auf die Keule? Das gucke ich mir gleich mal an. Ich probiere es immer bei allen aus, wie viel Schaden diese Metalle. Ja, das habe ich erwartet, aber... 227 mit dem Schwert da unten. Sehr gut. Cut Timber. Okay, schade. Aber du hast direkt eine Fertigkeit für die Axt gelernt. Das schafft auch nicht jeder. Definitiv nicht. Mir fehlt ein bisschen mein Thunder. Du hast insgesamt nur 3 SP. What the fuck? Oh, ich weiß echt nicht, ob das so... Jetzt gucke ich nochmal mit der Crescent Blade. Crescent Blade. Ich weiß echt nicht, ob das so die super gute Idee war, den Fritz mitzunehmen, den Brawler. Weil der ist irgendwie echt scheiße. Der hat echt viel HP. Oh Gott, jetzt bin ich gesprintet. Nee. Und ist ein guter Bullet Sponge, sag ich mal. Aber... Oh, meine Leute fangen wieder an, mich zu treffen. 290 mit dem Schwert. Das ist... der Typ da unten ist mächtig. Das gefällt mir. Alle anderen treffen nicht. Gott,
24. Ja, mit dem Magier muss ich mich noch anfreunden. Da war ich doch ein bisschen glücklicher, glaube ich, als ich meine zwei Krieger damit hatte. Great Wall. Ah! I cannot open them. Schade. Wahrscheinlich kann ich das öffnen, sobald ich beide Teile zu meinem Imperium hinzugefügt habe, sozusagen. Hier würde ich jetzt einmal fliehen, weil ein Hellhound bei einer Fliegegruppe habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet und das fuckt mir ein bisschen ab. So. Ich muss natürlich trotzdem ein bisschen kämpfen mit meiner neuen Gruppe, weil... Oh Gott, das ist ein ganz großes Problem jetzt. Weil... Ich muss ja auch irgendwie mal... klarkommen. Wo ist denn deine Magie? Hier. Life Water. Physical Water. Blades of Wind and Air Skin. Okay, Physical Water ist aber gut zu wissen. Ach, echt mal, wieso habe ich eigentlich einen Magier von... da drin? Oh, scheiße, wieso habe ich... Cure Confusion, Poison and Paralysis. Ui. Wieso habe ich einen Magier von da drin eigentlich rekrutiert und nicht einen Wasser- oder Erdmagier aus dem Magie-Konsortium? Das ist echt ein bisschen doof, fällt mir gerade mal so auf. Okay, ich muss jetzt mal wirklich alles raufhauen. Weil die Gegner sind gefährlich. 598, nicht schlecht. 506 und der lebt immer noch. Muss man an der Stelle mal anmerken. Das ist echt wie ein Minibus. Und dann ist noch der da unten. Der hat jetzt auch nicht viel weniger HP, glaube ich. Ich hau trotzdem alles auf den Terror Voice, ist nicht gut, das ist Stunt, oder? Na, Confuse. Aber das ist noch die weiße Confusion, ich glaube, die ging immer noch. Oder? Und sowieso, diese Runde machen sie nicht. Moment, du hast Life Water, halt Life Water, ja. Stand da gerade Strength Increases? Level. Ach so. Die Heilstärke quasi. Oh nein. Wow, zweiter Kampf oder dritter Kampf mit dieser Gruppe und ich bin direkt gefickt. Ja, ich hätte die gern besiegt, aber... Ich will nicht, dass mein Stärkster da unten jetzt schon stirbt. Nein. Ja, wenn der ein Leben verliert, ehrlich gesagt, das ist mir gerade ein bisschen egal. Aber kill doch mal den da unten. Kann ich die... Moment mal, oh, wieso bin ich denn so doof? Wieso mache ich denn nicht Physical Water auf ihn? Und du bist nicht mehr confused, das ist gut. Oh, du hast Hure. Das ist nicht... Ja, genau, genau so. Oh mein Gott, ich habe diesen Kampf geschafft. Ja, Fritz hat ein Leben verloren, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Marches Level up, ja, toll. Wie viel... Das würde mich sowieso mal interessieren. Wie viele Lebenspunkte hat er denn? Da haben die alle hier. 11, 14, 6, 12, 13. Oh, das ist alles ganz schön gefährlich hier. Wo geht's denn hier hin? Auch Great Wall. Ja gut, okay, würde so rein geografisch schon Sinn ergeben. Sorry. Nope. Ich muss jetzt irgendwie mal ganz kurz den Gegner ein bisschen aus dem Weg gehen. Weil wenn hier überall diese unfassbar gefährlichen Gegner kommen, dann habe ich ein Problem. Die fliegen gegeneinander und kommen nicht mehr davon weg. Oh, hier ist das Schiff. Das ist trotzdem hier wie so ein Mini-World-Map scheinbar. Gehen wir doch erstmal ganz normal voran hier. Warum bist du schon wieder auf...
Dich müssen wir trotzdem ein bisschen hier rauf skillen. Okay. 275 macht er da unten. Das ist ein bisschen mehr, als ich jetzt erwartet habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Gegner hier sind echt stark. Ich mach denen keinen Schaden. Generell habe ich gelesen, ich muss nochmal mein Headset richten. Habe ich im Internet mal ein bisschen gelesen und habe festgestellt, dass bis auf den Prolog quasi, wo man Leon und Gerard gespielt hat, sich wohl die Gegner der eigenen Stärke anpassen. Das bedeutet, ah, hier ist dieser Wanne. Das bedeutet vielleicht, wenn ich mich selbst einfach gar nicht so hoch booste mit dem Level, oh, dann sind die Gegner vielleicht auch weniger stark. Keine Ahnung. Have you ever seen someone from the Mole Clan? Nee, ehrlich gesagt nicht. There are other settlements to the east and south. Ja, gut zu wissen. Wenn ich hier jemanden befrienden kann, gehe ich hier gerne. And there's a bird that lays really big eggs in the savanna. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ist aber voll schön hier. Ist generell, auch wenn man das Intro des Spiels anguckt, sieht man ja so ganz viele verschiedene Gebiete. Die Welt scheint sehr groß und abwechslungsreich zu sein. Und du stehst da, ohne dich zu bewegen. Das heißt, du bist wahrscheinlich wichtig. Hi. You look tired. Why not rest up here? Okay. Oh, sehr schön. Ich hoffe, mir wird jetzt nichts geklaut. Ne, sieht gut aus. Weil das halt natürlich die SP. Dann ist sogar ein Kumpelblase Fritz jetzt einmal in der Lage, eine Fertigkeit anzuwenden. Aber es verwirrt mich, dass ich hier nicht wirklich eine Weltkarte habe, sondern hier diese Zwischengebiete, sage ich mal, die ganze Zeit. So, hier sollte oh. Das ist jetzt ganz anders, als ich erwartet habe. Ich dachte, als sie gesagt hat, dass da auch Siedlungen im Osten und im Süden sind, dass die alle gleich aussehen quasi. Dass es so alles diese kleinen Indianerstädtchen sind, aber well, that's different. Lake Wieringa. Moment. Ist Lake Wieringa nicht der, von dem ich nach Cape Chalia komme? Wo die Merchants da waren? Also wenn ich da doch erst hingegangen wäre? Oh shit. Moment. Was sagt ihr dazu? Hier unten ist eine Wüste. Mellow Desert to the south. And it's incredibly dangerous, not to mention your HP is also halved while in desert. What? Tertuva is past the Mellow Desert to the south, sitting at the mouth of the Ilorina River. The savannas to the east, where many fiends reside. Das ist voll das gefährliche Gebiet hier. There's a big fish in Lake Wieringa, you know? Boss, wenn ich darüber fahre. Boah, jetzt habe ich gerade so viele Wege und alle klingen so gefährlich, dass ich gar nicht mehr weiß, wo sollte ich jetzt hingehen und wo nicht. Habe ich mit der Kopftuchfrau schon gesprochen? Ja. Das ist echt gefährlich. Ich würde jetzt einmal kurz einfach mal probieren, über diesen Fluss zu fahren. Lol. Neptun. Hi, das ist ein Dungeon und ich steuere das Boot. Wie cool ist das denn? Ich probiere mal Cut-Timmer. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gleich sterben werde, deswegen probiere ich einfach mal ein bisschen rum. Water Dance, okay, das ist noch okay. Ach, da unten ist auch ein Revenant. Tja. Also 3, 6 und 0 sind schon mal gute Schadensquoten. Vielleicht machst du hier mit mehr Schaden? Vermutlich nicht. Ja, ich würde auch den Revenant da unten vielleicht gleich mal erledigen erstmal, aber habe ich jetzt irgendwie vergessen. Cyclone Twist. Ja, 425 kann man mal machen. Das ist vielleicht ein bisschen
problematisch hier. Also vielleicht ist das nicht der Weg, den ich gehen sollte erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mein Gefühl da täuscht. Auf jeden Fall gerade ein normaler Gegner, der 400 Schaden mit einem Angriff macht. Ob das stimmt, dass meine Gegner mit meiner Stärke scalen? Irgendwie habe ich da meine Zweifel dran, aber... Oh! Er ist besiegt! Ich auch. Nun ja. Gut, machen wir mal kurz einfach mal Paul, nee, Libra. Machen wir einfach mal eben Paul zum King, aber wie gesagt, wir laden wieder. Das ist ja keine Frage hier. Okay. Also vielleicht ist das nicht das Gebiet, in das ich als nächstes gehen sollte. Ich habe aber das Gefühl, dass es die Wüste auch nicht ist. Meine HP hier halbiert sind. Oh Gott. Sandströme. Oh, Teretuva, das haben wir im... im Intro gesehen. The monsters have occupied the Divine Tower. Boah, wo soll ich denn hier als erstes hin? Also hier ist ein Dörfchen. Das habe ich jetzt verstanden. Aber ich war in der Savanne noch nicht überall. Ich war in der Steppe noch gar nicht... Drachenbrand. Noch gar nicht da, wo ich vermutlich hin soll eigentlich. Bei dem Schiffswrack. Also ich habe es zwar gesehen, aber war noch nicht da. Bisschen schwierig, sich hier zu entscheiden. Dann habe ich noch das mit den Armed Merchants da hinten. Und auch hier kann ich jetzt in diesen Turm oder aber schon wieder hier nach unten. Das könnte mich einfach auch mal wieder auf die normale Weltkarte führen. Oh Gott. Rock Formation, Sand weiter. Ich mache das jetzt mal so, dass ich gleich wieder zurück in die Stadt laden werde. Aber ich werde mich... also erstmal kurz hier einfach durchrushen und das Einkämpfen fliehen. Fuck. Weil ich will mich nur mal umgesehen haben, um irgendwie einen Überblick zu haben, wo ich hier überhaupt hin kann. Wo mich hier was hinführt und was mir das bringt. Aha, hier komme ich auf den nächsten Kontinent. Wo es dann scheinbar eisig wird oder so. Ja, da kenne ich aber noch keinen Ort, da kann ich nicht weitergehen. Pff. Ja gut. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen gefangen hier tatsächlich bei dem Gegner gerade, kann das sein? Nee. Ja gut, ich möchte aber dann jetzt mal kurz laden wieder. Obwohl, noch habe ich ja keinen mächtigen Schaden bekommen, oder? Wenn ich den Gegner hier vielleicht sogar schaffe, dann hat das ja vielleicht sogar seine Vorteile. Mal gucken, wie stark die Gegner hier sind. Meine HP sind ja halbiert, das dürfen wir nicht vergessen. Und... oh, Hexbombe. Und die von den Gegnern vermutlich nicht. Aber er lebt auch immer noch. Fischer Strike. Na gut, was sagt man dazu? Mhm, der Emperor ist tot. Oh, ich hab's geschafft. 208 Tech Points, aber nee, nein. Oh, nein, da, ja. Gut, wir waren... genau, hier waren wir. Das heißt, ich muss es nur nochmal zurück... durch die Savanne schaffen. Wobei, ich würde mich in der Savanne... vielleicht auch noch südlich und östlich die anderen Siedlungen... ah, das ist tatsächlich die Siedlung, von der sie gesprochen hat, glaube ich. Du bist der Schlafplatz?
Dankeschön. Was bist du? Komisches Ägyptenmädchen. My friend from Gregal doesn't come to play anymore. Schade. Tod. What do we do with the termites attack? These are villages to the east. There are villages to the east and west. Gut, ist hier in irgendeinem Häuschen was drin oder sind es die gleichen leeren Copy-Paste-Häuser wie in der anderen Siedlung auch? Oh, gespiegelt. Und mit nur einem Topf. Oh. There are far too many monsters in this savanna. Ah, das habe ich gesagt, oh. The beasts in this savanna are nothing. The termites that suddenly appeared from the underground are another story. They even destroyed an entire village. There is nothing we can do about them. Okay, das heißt, wenn ich die Termiten beseitige, dann wirst du mein Freund. Eigentlich müsste ich mir langsam mal so eine Liste führen mit Leuten, die ich kenne oder von denen mir erzählt wurde, weil ich weiß nicht, ob ich das alles im Imperial Log eingespeichert habe. Müsste ich mal gucken. Wo bin ich hier? Das ist... Oh, Moment, da. Savannah. Attack in the night. The Emperor wakes up to a shrieking scream in the middle of the night while resting in the South Colony. Of the Savannah, ach so. The sound is unmistakable. The termites are on the move. Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Moment, aber ich habe hier doch noch gar nicht geschlafen. Ach, vielleicht wurde das irgendwie damit getriggert, dass es da drin steht, als ich hier mit ihr geredet habe. Termites! Jetzt ist es nämlich wirklich passiert. Okay, hi. Oh, ich bin gesprintet, oder? Nee, alles gut. Terminator. Termitator. Okay, dann machen wir das nochmal eben. Das ist das Letzte, was ich in dem Part mache. Ich weiß, das ist dann schon mega lang. Vielleicht cutte ich den auch gleich doch nochmal oder so. Mal gucken. Wie ich mich entscheide. Oh. Stimmt, die haben ja gar nicht so viel ausgehalten. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt... Oh, er lernt es trotzdem. Dass ich jetzt den Crosscut gemacht habe. Und da geht jetzt wahrscheinlich auf den Wurm, natürlich. Ich werde nach diesem Kampf einfach sowieso nochmal schlafen gehen, deswegen kann ich jetzt SP-technisch einfach alles raushauen, was geht. Du Tarantula. Oh Moment, aber es ist ja vielleicht nicht nur ein Kampf und vielleicht kommt hier noch eine Boss-Termite. Oh Gott, ich muss aufpassen. Sind die vielleicht in den Häusern? Weil... Ach, da ist ein Loch. Und da oben ist noch eine, okay. Die muss ich noch... Ah ne, das ist die gleiche, die ich gerade schon besiegt habe. Ich vergaß. Hehe. Moment. Dann machen wir das aber so. Weil wenn ich dich schon mal besiegt habe... Dann müsste ich jetzt in diesen Dungeon... The hole is how they got in. Plug it up, Percio. Ja, Percio. Hä? Heißt Percio nicht verfolgen? Oh. Ne, mit einer Broken Formation gefällt mir das ja nicht. Wir machen den Kampf nochmal, aber bitte ohne gebrochene Formation. Dann würde ich mich an der Stelle erstmal von euch verabschieden für den Part. Ich mache den Kampf hier offscreen fertig und im nächsten Part kümmern wir uns um die Termiten. Bis dann und auf Wiedersehen.